Die nächste Übung nennt sich Vierfüßlatte. Ihr liegt mit dem Bauch auf dem Gymnastikball und der Ball ist genau unter eurem Körperschwerpunkt. Wichtig ist, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist und nicht zu sehr im Nacken oder zu sehr auf der Brust. Er ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Anschließend hebt ihr diagonal Arme und Beine an. Achtet auf eine kontinuierliche Atmung. Macht das 22 Sekunden lang, alles anspannen, halten und wechselt danach. Spannt alles fest an, der Körper ist eine Linie, wie ihr seht. Und lasst nach 22 Sekunden wieder ab. Dann wieder 30 Sekunden Pause und dann geht es weiter. Ich zeige euch jetzt noch eine Variante. Allmählich wird aus dem Halten ein nach vorne schieben bzw. nach hinten wegdrücken mit dem Fuß. Kleine kurze Schiebbewegungen und vergesst die Atmung nicht. Andere Seite auch. 22 Sekunden.